Hallo, ich begrüße euch zu meinem Video. Heute nehme ich euch wieder auf eine kleine Reise nach Salzburg mit. Der Red Canyon, eine wunderschöne Schlucht und ein wunderschöner Graben, war diesmal das Ziel unserer kleinen Fotoreise. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Nach fast einem Jahr waren wir wieder im Salzburger Land unterwegs, um am sogenannten Red Canyon Fotos zu machen. Nach über 3 Stunden Autofahrt durch teilweise wunderschöne Landschaften sind wir dann am Oberlauf der Taugel angekommen, um den versteckten Zufluss der Taugel zu erreichen. Gleich am Anfang des Grabens finden sich ein paar vielversprechende Stellen, die sich für Fotos anbieten. Da es an diesem Tag sehr warm war, war es kein wirkliches Problem, den kurzen Weg durch das Wasser in Kauf zu nehmen. Ich versuchte die meiste Zeit mit der Insta360-Kamera den Weg zu dokumentieren. Da es im Graben teilweise sehr dunkel war, sind die Bilder manchmal nicht so perfekt, aber ich denke, es reicht für ein kleines YouTube-Video. Mit der Insta360 auf der 3-Meter-Stange wagte ich also den Weg durch den Canyon. Wie immer waren ein paar Hindernisse im Weg, aber auch die zu überwinden stellte keine große Schwierigkeit dar. An der bekannten Stelle angekommen, ging es nun ans Fotografieren. Obwohl die Stelle eigentlich sehr übersichtlich ist, bieten sich doch einige spannende Stellen an, um sein Foto zu gestalten. Hier eine kleine Auswahl der Fotos, die an diesem Tag entstanden sind. Danach werde ich mich wieder melden.
Fotografieren am Red Canyon sind wir noch die Taugel entlang gegangen, um noch ein paar schöne Stellen zum Fotografieren zu finden. Am Schluss machten wir noch einige Fotos in der Taugelschlucht. Hier sind auch tolle Motive zu finden. Das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vergesst bitte nicht, mit einem Daumen nach oben meinen Kanal zu unterstützen. Bis bald!